Selbstbestimmungsinitiative birgt grosse Risiken für die Schweiz. Wir wären keine verlässliche Partnerin mehr. Und das, was sie vorgaukelt, nämlich eine klare Hierarchie ins internationale Recht zu geben, macht sie überhaupt nicht. Im Gegenteil, sie schafft noch viel mehr Rechtsunsicherheit. Deswegen Nein am 25. November zur SP. Ja, die Schweizer Unternehmen sind stark geworden, weil sie eben enge Handelsbeziehungen zu unseren direkten Nachbarn, zu Europa, haben. Und jetzt sollte mit dieser Selbstbestimmungsinitiative plötzlich jeder Vertrag wieder unter Generalverdacht gestellt werden. Das schadet dem Wirtschaftsstandort Schweiz. Und darum sage ich mit Überzeugung Nein zu der Selbstbestimmungsinitiative. Die Schweiz ist eine Exportnation und die Schweizer Wirtschaft braucht Zugang zu den internationalen Märkten. Das wird alles gewährleistet über 600 Wirtschaftsverträge. Und die 600 Wirtschaftsverträge werden mit der Selbstbestimmungsinitiative unter einen Dauervorbehalt gestellt. Sie müssten allenfalls neu verhandelt und gekündigt werden. Das schafft Rechtsunsicherheit. Und darum sagen wir klar Nein zu dieser Initiative am 25. November. Wir lehnen die SPI ganz klar ab. Diese Initiative würde uns in ein unnötiges Korsett zwängen. Alle unsere Verträge, vergangene und zukünftige, würden angreifbar werden. Das will die Schweizer Textil- und Bekleidungsindustrie nicht. Die Selbstbestimmungsinitiative ist ein Gift, gefährdet klare Regelungen, gefährdet unternehmerische Freiheiten damit oder Wohlstand von unserem Land und damit auch vom Kanton Bern.